Obwohl, wir brauchten 10%. Machen wir 20. Machen wir 20 rote. Ja. Und 200 grüne. Und die Kiste da ist eine bitteschön Kiste. So, und die begrenzen wir auf einen Stack blaue Chips. Ja, das sollte okay sein. Und wir können inzwischen noch zerstört? Wie, was, wo? Nein! Nein! Meine Kupferanlage wird zerstört. Und ich werde da zu spät kommen, huh? Und es ist zappenduster. Super. Licht, Licht. Überall Licht. Ja. Oh, große Beißer. Das ist jetzt nicht gut. Ich bin tot. Die sind nämlich schneller als ich. Oh, Fließband. Fließband rettet mir das Leben. Ja, Fließband hat mir sowas an das Leben gerettet. Okay. Oh. Wir sind jetzt in der Phase mit den großen Beißern. Die allerdings noch nichts droppen. Die Viecher nach den großen, die sollen wohl das droppen, was man braucht, um Edelsteine herzustellen, um den besseren Turm zu machen. Und ich brauche auf jeden Fall eine bessere Rüstung. Solarpanels? Ich kann keine Solarpanels bauen. Nee. Sollte das nächste erforscht werden. Und ich muss eigentlich jetzt nach oben. Aber ich werde einen Teufel tun, das zu machen, bevor ich nicht schneller laufen kann und mehr Lebenspunkte habe. Sehr unangenehm. Und genau deswegen will ich schneller laufen können. Und ich brauche kurz ein bisschen Licht. Da. Ich will schneller laufen können, damit ich vor den großen Beißern weglaufen kann. Weil die sind einfach nur garstig. So. Ah, die ersten sind leer. Du und du. Dafür bekommen wir mal... Du weg. So, und da einen hin. Du weg. Achso, ich bin im Weg. Dahin. Darum, darum, alles gut. Genau. Wenn die jetzt alle fertig sind mit Arbeiten, ist nur noch da unten so ein kleiner Fitzelrest. Den ich ehrlich gesagt aber auch haben möchte. Also her damit. Baum weg. Baum weg. So. Was aber eben gerade schön zu sehen war, war, dass der große Beißer auch ordentlich gestorben ist. Also die Lasertürme kommen auch mit großen Beißern zurecht. Das ist ebenfalls sehr beruhigend. So, wir sind wieder unten. Was wollte ich nachgucken? Genau, Forschung, ob die sich staut. Ja, alles staut sich, sehr gut. Wir könnten... Ja, komm. Speed-Modul in die Forschung reintun. Wie viel Strom haben wir jetzt? Immer noch alles gut. Also die lila Steam Engines sind echt super. Ich will nicht wissen, wie die MK4 und MK5 Steam Engines abgehen später. Also Stromprobleme dürften wir mit diesem Modpaket hier nicht haben. Also Forschung geht jetzt noch viel schneller. Theoretisch könnten wir es also auf MK2 aufstufen. Aber, ne? Das... Ganz ruhig, sonst kommen wir immer mit den Tränken nicht hinterher. Du bist fleißig am Produzieren? Ja, bist du. Warte mal, hier können mehr rein. Oh, die Dreier Vanilla Fabrik hat schon 4 Slots. Haben die Ditec dann 5, 6, 7, 8? Okay. Oh, und was die Überlegung angeht von wegen Produktivitätschips benutzen. Generell ja... Praktisch setze ich mich jetzt nicht mehr so sehr unter Druck. Ich hatte mir ja vor ein paar Folgen überlegt, dass wir eventuell jetzt stark umschalten sollten auf die lila Module, damit wir halt mehr Eisen rausbekommen und so weiter. Was generell auch eine gute Idee ist, aber momentan ist es mir eher wichtig, schnell zu bauen. Dadurch verschwende ich zwar in Anführungszeichen ein paar Ressourcen, aber noch haben wir ja Eisen da. Und noch haben wir auch ein paar Eisenvorräte relativ nah an der Basis dran, die wir auch einigermaßen leicht bekommen.
Ja, wobei, wo jetzt, wo die großen Beißer aufgetaucht sind, ist das nicht mehr ganz so leicht. Also auch die Basis, da werden wir nicht knacken können, weil da höchstwahrscheinlich immer ein großer Beißer bei ist. Nicht schön. Also nächste Forschung ist Solarzellen, damit wir die portablen Solarzellen bauen können, damit wir die Innenrüstung Solarzellen bauen können, damit ich schneller schreiend weglaufen kann. Jo. Die Science Packs müssen wegsortiert werden. Du da rein. Kupfer müsste jetzt ein Problem werden, oder? Jetzt, wo es nicht mehr von oben kommt. Ja, bis dahin staut sich das noch. Sobald das weg ist, ist Ende im Gelände. Wir könnten das da unten noch abbauen. Die Kiste hier hatten wir schon geplündert, ne? Ja, okay. Ich gebe dir mal den Solarzellenauftrag. So. Und baue dann mal hier 4 Stück davon. Oh, hier ist auch noch was drin. Ah, nicht mehr viel. Bitteschön. Und gehe runter in den Süden vor unsere Fabrik und baue da das Kupfer ab. Und pack das einfach in eine Kiste und trage das dann bei Zeiten hoch. Und wo ich hier gerade die ganzen Löcher noch sehe. So. Die Kiste da ist voll. Kohle. Ja. Du bist eine. Nee, du bist eine Bitteschön-Kiste. Für das Plastik oben. So, hier ist überall Strom. Wir bräuchten aber Strom da draußen. Geht das auf? Die Mauer muss kurz weg. So. Q. Achso, ich muss eh raus. So. Lassen wir es kurz offen. Von hier unten wurden wir noch nicht angegriffen. Auch wenn hier definitiv genug Basen wären für einen Angriff. Du. Da und da. Q. Eins. Zwei, ein bisschen höher. Sollst alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Und das läuft dann einmal hier lang. Schwupp, schwupp. Schwuppdiwupp. Da hoch. Das einsammeln. Da hoch, da hoch, da hoch. Du weg. Einmal runter, weil ich habe keine Lust, dass die proppevolle Kiste mit Kupfererz dann von irgendeinem Beißer zerstört wird und alles auf dem Boden verteilt, was übrigens auch einen Spielstand zerstören kann. Das hatte ich vor kurzem in der privaten Welt. Das war sehr frustrierend. So, zu viel Zeug auf dem Boden. Bäm, tot, alles weg. So, du da. Ärmchen. Eventuell brauchen wir ein schnelleres Ärmchen. Ja, wir brauchen schnelleres Ärmchen. Very fast Output Inserter. Genau. Staut sich das jetzt noch? Ja, das ist das Problem. Es sind alles welche von der unteren Seite. Mach mal hier einen Knick. Mach das dann hoch. Darum und lass das mal. Darum und dann von oben rauf. Dann gehen die zwei auf die linke Seite und die zwei gehen auf die rechte Seite, richtig? Richtig, okay. Q, zu, Kupfer. Wie schwer wäre es, das Kupfer oben hinzubringen? Sehr schwer. Also bleibt es da unten. Gut. Muss ich nur mich daran erinnern, dass wir das auch alle paar Folgen mal abholen. Woran ich aber auf jeden Fall automatisch denken werde, sobald hier kein Kupferdraht mehr entsteht. Das ist schon okay. Stahl habe ich genug. Irgendwas hatte ich nicht mehr. Genau, Kupferplatten. Wo wir gerade bei dem Thema sind. Brauchte ich noch für irgendwas? Gib mir bitte. Wir haben noch einen guten Puffer an Kupfer, das ist gut. Eisen allerdings, die Kisten leeren sich. Was nicht so schön ist. Können wir bei den Mining Drills Speedmodule. Entschuldigung fürs Übersteuern.
Da, gib mir mehr Eisen. Wie geil. Hält noch. Okay. Ich gehe mal ganz kurz nach unten. Über mein cooles, schnelles Fließband. Und hole mir nochmal 50 Speed-Module. Und dann motze ich gleich alle unsere... Obwohl, da oben müssten echt Produktivitätsdinger rein, ha? Ja, bau mal davon welche. Das ist jetzt wirklich gemein. Das ist die perfekte Gelegenheit. Entweder könnte ich jetzt absoluten ultraschnellen Raubbau betreiben und in einem 0, nichts das ganze Eisen wegfressen. Oder ich mache es so schnell wie bisher und wir bekommen mehr raus, was viel sinnvoller wäre. Ja, es müssen rosa Chips rein, also Module. Gut. Solarenergie ist erforscht, wir können Solarzellen bauen, wir können die kleinen Solarzellen bauen, wir können schneller laufen. Sehr schön. Batterien. Wir brauchen Batterien. Wir brauchen eine Fabrik, die das gleiche macht wie da oben. Haben wir noch eine gelbe über? Nein, dann mach bitte eine blaue. Was brauchen die? Chips, Kupferplatten, Eisen. Das ist okay. Dich weiter runter, dich weiter runter. Und hier sollte dann einfach eine Kiste hin, ne? Ja. Du bist bitte übrigens auch eine Bitteschön-Kiste. Du bist eine Bitteschön-Kiste. Du hast keinen Strom, das ändern wir gleich. So, so, so. So. Kupfer bekommst du von hinten, dafür brauchst du einen Langarm. Eisen bekommst du von da, Chips bekommst du von da. Und dich beschränkt mir bitte auch, bevor ich es vergesse, auf einen Stack. So. Jetzt werden blaue Module hergestellt, rosa Module hergestellt, beide allerdings nur MK1. MK2 bräuchte Eisen, Stahl und nochmal grüne Chips. Also genau hier drunter einfach nur. Ja, gucke ich gleich. Okay, Batterien sind fertig, das ging schön schnell. Power Armor. Ja, ist teuer. Vor allem die 10 Alien-Artefakte sind jetzt ein richtiges Problem, weil ich habe die alten alle verheizt, um daraus lila Tränke zu machen. Und jetzt an Alien-Artefakte ranzukommen, wo die großen Beißer da sind, dürfte recht problematisch werden. Also eventuell wieder Turmmasche. Muss ich mal gucken. Ja, nee, das erforsche ich nicht, solange ich nicht die Möglichkeit habe, die 10 Alien-Attacken zu bekommen. Sniper-Gewehr. Range 50. Damage 50. Damit könnten wir eventuell die Beißer, die großen Beißer aus Entfernung schon ein bisschen weich klopfen. Kostet jeweils 150. Was erlaubt Military 6? Ein Sniper-Turret. Das klingt gut. Aber leider gibt es keine besondere Munition für das Sniper-Gewehr anscheinend. Okay. Road Networks. Asphalt Road. Asphalt Piece. Nein. Pollution Cleaning. Pollution Producing. Nein. Tech 3. Oh, nein. Keine Tech 3 Module. Shotgun Damage. Oh, Charakter-Logistik-Slots, die sind so schön zu haben. Die sind echt super schön zu haben. Aber wir haben dafür noch nicht genug. Gib mir Kisten. Vor allem nicht für die ganzen Standardsachen. Wobei wir das ja alles recht schnell einstellen könnten. Ja, komm, Research. Ich mach mal aus den Zwischenkisten, den da, einfach gib mir Kisten. Da und da und da. Da. Tränke brauche ich nicht. Eisenplatten, ja. Kupferplatten theoretisch hier oben dann auch nochmal.
Aber mein Ding ist jetzt gerade ausgelastet, okay. Ja, also es sieht schon mal wesentlich besser aus als am Ende der letzten Aufnahmesession. Da war ich echt ein bisschen down. Jetzt bin ich ein wenig aufgedreht wegen den großen Beißern und mache ein bisschen Sorgen in der Hinsicht. Aber ansonsten mit der Basis läuft alles super. Das heißt, Plan mittelfristig. Mittelfristig schnappen wir uns das Eisenfeld da und sichern das einfach. Wir bauen also diese großen Oberlandleitungen von da hier schräg rüber. Bauen da dann die Mining Drills auf. Eventuell auch gleich Smelteries. Und dann schicken wir das über ein Fließband einfach hier hin. Ist dann zwar wieder so ein langes Ding, aber ist besser als jetzt Roboports bis nach da hinten hinzubauen. Und dann kommt in die Richtung eine richtige Wand aus Lasertürmen. Dass wenn von da oben was kommt, dann wird es zerschossen. Ich werde nicht versuchen, das Ding anzugreifen. Sind zwar nur zwei Spawner, aber solange da ein großer Beißer dabei ist, können wir das knicken. Ja, das ist mittelfristig. Sobald das Feld da leer ist. Sobald das Feld da leer ist, könnten wir theoretisch das Ganze hier auch nochmal machen. Und dann hier die Lasertürme hinstellen. Und sobald irgendeiner von den Beißern einen Millimeter sich nach Süden bewegt, aggrot er sofort und zieht die ganze Basis auf die Türme. Und das passiert dann durchgehend. Was theoretisch auch machbar wäre. Wir hätten dann durchgehend Aggressivitätswarnung hier unten. Und rumgeballert, was weiß ich, und tierisch hohen Energieverbrauch. Und dann könnten wir währenddessen das Eisen abbauen. Oh, apropos tierisch hoher Energieverbrauch. Ich habe vollkommen vergessen, die Akkus zu bauen. Unter was fallen Akkus? Unter Strom, ha? Da, bauen wir bitte 20 Akkus mindestens.